Jo und herzlich willkommen zurück zu Warcraft 3, Berlin, Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, letzte Folge haben wir unseren alten Freund Miranda oder... nee, eigentlich nicht Miranda, aber ist auch scheiße. Ja, jedenfalls unseren Kanonenfreund befreit, haben wir zusammengeführt. Wir haben mal Garnes erstmal aufgehalten, er war noch nicht da. Und wir haben von altes Schwert Informationen bekommen, dass hier ein uraltes Schwert Frostnar hier sein soll. Und ja, der Prinz ist ein bisschen abgedreht mittlerweile. Er will die ganzen Schiffe verbrennen von unseren Männern, damit keiner mehr zurückkommt. Und ja, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber naja, wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt. Mal sehen. Also hier, den können wir erstmal kurz aufleveln. Wenn er schon mal da ist. So, hier ohne ihn zur Wache. Oder keine Ahnung. So, was sollen wir überhaupt machen? Genau, wir sollen die Schiffe kaputt machen. Hier ist ein Schiff. Was ist das hier? Okay, wir laufen jetzt erstmal. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Erstmal hier hin. Ein solider Plan. Ich weiß ja nicht, ob das uns Expeditionsstreitkräfte. Ja. Ach, wir kommen da ja nicht hin. Ein solider Okay, Plan. Ach so, die müssen wir aufhalten. Ja. Okay, alles klar. Ein solider wir können ja auch nicht mal irgendwas bauen, ne? Wir können ja gar nichts machen. Das Licht ist meine Stärke. Ist ja krass. Wir brauchen mehr Männer, um uns durch die Untoten zu kämpfen. Ich bin hier oben durch einige Söldnerlager gekommen. Vielleicht können wir ein paar Söldner anheuern. Ja, ein paar anheuern. Zorn. Wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen Action machen. Für meinen Vater, den König. Spürt meinen Zorn. Jetzt wird gerichtet. Für meinen Vater, den König. Ja, die vom Weiten, die können natürlich im Nahkampf überhaupt nicht ausrichten. Für die Ehre. Ein solider Plan. Natürlich. Wir brauchen auf alle Fälle viel mehr Männer. Elender Kerl. Natürlich. Jetzt wird gerichtet. Ein solider Plan. Ja. Für meinen Vater, den König. Für die Ehre. Für meinen Vater, den König. Wie das immer hässe, ja, wenn man immer spürt meinen Zorn. Nahkampf sein muss. Auferstehung. Und hier sterben die Überreste von 6 Befreundeten. Jetzt wird gerichtet. Ein solider Plan. Das ist voll der Hammer. Das ist voll der Hammer. Hier, schön. Besteht etwa Gefahr? Was ist denn mit ihm jetzt los? Was ist mit ihm? Der verliert dann dauernd Energie. Ist nicht so prickelnd. Ja. Für die Ehre. Lässt das Oma nach? Was ist denn mit dem los? Warum ist denn der so benommen? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Egal, wir müssen weiter auf alle Fälle. Er wird so lahm. Ah, jetzt läuft er wieder vernünftig. Natürlich. So, was ist das hier? Verflucht sei Uta, dass er mich dazu zwingt. Söldnerlager. Ein solider Plan. Ach, hier können wir noch... Ah, okay. Ich töte für euch. Zeit. Ich töte für euch. Ich töte für Gold erforderlich. Besteht etwa Gefahr? So, jetzt haben wir wissen erstmal ein paar Einheiten. Unbesiegbar. So, jetzt können wir wissen erstmal ein bisschen was ausrichten. Ehre. Natürlich. Wir werden uns erstmal hier aufschlagen. Elender Kerl. Für meinen Vater, den König. Besteht etwa Gefahr? Für die Ehre. Ein solider Plan. Natürlich. Ich stehe für das Licht. So. Das Licht ist meine Stärke. Ein solider Plan. Für meinen Vater, den König. Ist noch ein bisschen unspektakulär, aber der Dude ist, dass wir hier immer wieder... Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wie einige... Ach so. Natürlich. Für die Ehre. Für meinen Vater, den König. Ja, spürt meinen Zorn. Ihr könnt ja mal auch den Hammer hier rauflassen. Das ist schon besser. Oh. Besteht etwa Gefahr? So. Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Besteht etwa Gefahr? Machen wir den noch kalt und dann müssen wir wirklich erstmal
Die Schiffe. Für meinen Vater, den König. 20 Sekunden haben wir noch, ist ja nicht so toll. Ein solider Plan. Oh, hier ist das erste Jetzt Schiff. Gibt's keine Rettung mehr. Natürlich. Für meinen Vater, den König. So, das haben wir. Sind immer noch Schiffe übrig. Ja, ja. Bleib chillig. Immer ruhig bleiben, Junge. Natürlich. Ein solider Plan. Jetzt wird gerichtet. Lass mal die kleinen Drecksäcke hier wegmachen. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Elender Kerl. Natürlich. Spürt meinen Zorn. Ja. Meine Fresse, und wieder mal tot. Was haben wir denn hier? Heiltrank. Den kann er sich schnappen. Das ist voll der Hammer. Das ist voll der Hammer. Natürlich. Für die Ehre. Ein solider Plan. Kriegt erstmal richtig was auf die Mütze. Vater, den König. Für die Ehre. Für meinen Vater, den Alter, König. Was ist das denn für ein Monster? Elender Kerl. Also dann. Nicht genug Mana. Das ist voll der Hammer. Nimm das, du Arsch. Ich stehe für das Licht. Alter Scheiße. Ich stehe für das Licht. Spürt meinen Zorn. Elender Kerl. Was ist das? Großer Mana-Trank. Ein solider Plan. Besteht etwa das Gefahr? Ja, ja, das Inventar ist voll. So, dann holen wir uns. Das Ach, Licht die können auch heilen. Okay, alles klar. Für meinen Vater, den König. So, einer sollte aber mal hier zurück, schnell. Wie die sollten aussehen, auch nicht schlecht, ja. Dann holen wir uns nämlich noch ein paar Einheiten. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Machen jetzt erstmal das Schiff noch platt. Spürt meinen Zorn. So. Ja. Natürlich. Der Kobold könnte uns ja erstmal heilen, schön. Ja. Oh, er ist jetzt da. Können wir noch hier was rausholen? Ne, natürlich nicht. Na, das ist ja richtig scheiße. Also wir müssen jetzt mit unseren Einheiten klarkommen. Das Licht Na, toll. Ist meine Stärke. Natürlich. Für die Ehre. Ein solider Plan. Nein, hier ist noch ein Söldnerlager. Ich töte. Okay, alles klar. Also wir haben mehrere Söldnerstationen, wo wir Söldner herholen können. Oh, er hat sich wieder Für weiterentwickelt. Menschen seid ihr ganz schön langsam, oh. Was? Das Licht ist meine Stärke. Für die Ehre. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Verstehen. Ich stehe für das Licht. Erstmal den hier. Die kommt, Leute. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Oh, Junge. Natürlich. So, der soll uns erstmal wieder heilen. Was ist das? Mana-Stein. Ich stehe für das Licht. Haben wir schon Mana-Stein? Frostkugel. Dann schnappen wir uns das Ding. Natürlich. Er kommt hier nicht mehr raus, oder? Ein solider Plan. Will er mich verarschen? Was geht ab? Eine Verbeugung ist nicht. Der kann sich nicht aus die Menge befreien? Das ist ja der Hammer. Natürlich. So. Ich stehe für das Er heilt Licht. Uns jetzt mal erstmal schön. Ein solider Plan. Dann werden wir weiter, wenn wir dritte Schiff kalt machen. Für die Ehre. Ja. Ein solider Plan. Oh, nee. Natürlich. So. Für die Ehre. Ach, die Mörsertruppen können die Bäume kalt machen, ne? Alles klar. Das machen wir doch mit links. Ihr habt richtig entschieden. Ist gemacht. Kommst du, Krass. Kurzer. Sind unterwegs. Ihr habt richtig entschieden. Ist gemacht. Nicht schlecht, also. Abandali. So, dann machen wir das Schiff noch kalt. Dann haben wir noch zwei Stück. Zwei Stück, meine lieben Freunde. Zwei Stück. Für die Ehre. Zwei Schiffe Natürlich. Noch. Ja, wo müssen Für wir jetzt überhaupt Ehre. Hin? Ah, hier ist noch ein Söldnerlager. Ja. Oh, nicht schlecht. Natürlich. Können wir uns ja erstmal hier hinstellen. Kann Ena erstmal hin.
Das machen wir doch mit links. Oder muss der König dahin? Ich weiß es nicht. Immer mobil. Nimm lieber den. Das Licht Atlas. Ist meine Stärke. Oder Atas. Ein solider oh, der ist auch schon bei Stufe 9. Richtig nice. Ich glaube, bis Stufe 10, nicht? Ich töte für euch. Naja, mehr Gold brauchen wir, alles klar. Ich stehe für das Licht. So, jetzt haben wir eigentlich schon eine gute Einheit. Alter, mit Drachen? Sind die verrückt? Krass, aber ein Glück haben wir solche Typen bei uns. Ich stehe für das Licht. Gehen wir. Großer Heiltrank, siehst du? Den könnte er nämlich nehmen. Dann mal los. Gib ihm den mal. Ich stehe für das Licht. Ja, für die Ehre. Ein solider Plan. Gut, okay, dann müssen wir wieder in zwei Einheiten... Oh, ist doch schon vorbei. Ich dachte, wir müssen jetzt noch in zwei Einheiten teilen. Ach du Scheiße, na toll. Zum letzten Schiff haben wir der richtig Scheiße. Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist schon besser. Besteht etwa Gefahr? Ja. Besteht etwa Gefahr, sagt er. Was haben wir hier? Ach, hier können wir Ketten und so einen Scheiß kaufen. Amulette Rückrufs. Brauchen wir nicht. Ich stehe für das Licht. Hier müssen wir rein. Voll der Hammer. Das Licht ist meine Stärke. Natürlich. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Ich bin bereit und besteht etwa Gefahr? Für meinen Vater, den König. Jetzt gibt's keine Rettung. Ah nee, wir rennen einfach durch. Wir rennen einfach durch, Leute. Scheißegal. Unsere Streitkräfte werden eine Verbeugung ist nicht nötig. Für die Ehre. Was geht ab? Besteht etwa Gefahr? Natürlich. Für die Ehre. Wir können die nicht aus. Wir können die nicht alle aufhalten. Das schaffen wir nicht. Natürlich. Ich bin bereit. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Spürt meinen Zorn. Ja. Für die Ehre. Für einen Menschen besteht etwa Gefahr? Ganz schön langsam, was? Gut gemacht. So. Bleibt nur noch ein Schiff. Das hätten wir niemals überlebt. Niemals. Jetzt wird gerichtet. Für meinen Vater, den König. Für meinen Vater, den König. Ein solider Plan. Dass der die immer wieder rufen tut, ja? Oh, da kommen noch mehr. Natürlich. Spürt meinen Zorn. Oh, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, Leute. Ein solider Plan. Ich stehe für das Licht. Elender Kerl. Für meinen Vater, den König. Das weiß ich nicht, ob wir das überstehen, also. Für meinen Vater, den König. Elender Kerl. Jetzt wird gerichtet. Für meinen Vater, den König. Alter, das war aber richtig knapp. Alter, verdammt. Das war richtig knapp, Leute. Das hätten wir fast daneben gesammelt. So, wir brauchen auf alle Fälle nur ein Scheißschiff. Ein Scheißschiff da oben. Und überall so eine Zauberer. Ich könnte schon wieder kotzen. Natürlich. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Für meinen Vater, den König. Und wir können nicht mal zurück, weil wir dann durch die ganzen Türme müssen. Jetzt wird gerichtet. Spürt meinen Zorn. Ja. Für meinen Vater, den König. Die erwecken nämlich immer wieder solche Typen zum Leben und das ist richtig scheiße. Besteht etwa Gefahr? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Das ist nämlich wiederum scheiße. So, dann hätten wir den erstmal. Ich weiß nicht, ob wir das da bis dahin schaffen noch. Ein solider Plan. Leute, jetzt sieht richtig schlecht aus. Wir haben nur ein paar Einheiten und jetzt kommen. Nein! Natürlich. Nein, nein, nein. Komm, wir müssen die weglocken. Natürlich. Dann machen wir sie einzeln platt.
spürt meinen Zorn. Anders geht es nicht, Leute. Anders geht es einfach nicht. Ich stehe für das Licht. Zeigt uns ein Ziel. Oh Mann, das ist so schlecht, ey. Das ist so schlecht. Muss gehen. Ich auch. Eine Verbeugung. Wir müssen die herlocken und dann kalt machen. Für die Ehre. Ja. Erstmal auf den Ruf. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Für die Ehre. Spürt meinen Zorn. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Besteht etwa Gefahr? Das Licht ist meine Stärke. Alter, nur unsere Helden. Spürt meinen Zorn. Nur unsere Helden können uns noch retten. Hilfe. Ja. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Alter, nur unsere Helden sind noch übrig. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, weil wir brauchen welche mit Kanone. Natürlich. Ja. Oder? Jetzt wird gerichtet. Ich hoffe, dass es trotzdem funktioniert. Nein! Spürt meinen Zorn. Scheiße! Wir haben noch 9 Minuten. Ich stehe. Ich muss schnell zurück. Ich muss schnell hier hin. Natürlich. Ein solider. Ne, ja nicht. Ich muss hier hin. Ja. Für die Alter, Leute, Kacke! Wir haben keinen Grenadier. Ja, er wird da schnell hinrennen. Auf alle Fälle muss ich die Folge leider wieder beenden. Das ist haarscharf. Wir haben noch 9 Minuten. Und wir müssen jetzt noch schnell zurück, noch mal ein paar Leute holen. Krass. Okay, alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge auf alle Fälle. Dann werde ich wieder zurück sein und dann werden wir das Schiff kalt machen. Seid in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heißt Warcraft 3. Ich bin erstmal raus und ciao.